wir auf der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Es ist heute der letzte Tag und da geht es einfach mal darum, noch mal ein bisschen in 360 Grad für euch Impressionen einzufangen. Und ich hoffe mal, dass mir jetzt keiner hier erschrickt. Und ich fange eigentlich am Ende dieser Jugendbuchmesse an und bin hier jetzt am Stand. Maria Best, da darf ich daher auch ein bisschen Einsatz bringen. Ja, ich liebe das, während sie ihre Workshops hier macht. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen um, dass wir da Impressionen vom heutigen Tag nochmal einfangen können. Wie gesagt, es ist der letzte Tag der Jugendbuchmesse hier im Kuba in Saarbrücken am Euro-Bahnhof. Und ich sehe gerade sehr viele spannende Gäste. Von der Farbe her weiß ich nicht, ist es die gute Hexe aus dem Norden oder ist es die böse Hexe aus dem Süden oder hat sie den Wizard von Oz schon umgebracht? Das weiß man letztendlich strukturell, glaube ich, gar nicht. Sehen wir bestimmt nachher noch. Und hier werden nachher noch Workshops stattfinden. Und ihr seht natürlich, dass hier viele Bücher drin stehen. Ich hatte das die Tage ja schon mal in einem Livestream kurz gebracht. Und hier ist die Bücherbar. Das heißt, wenn ihr euch für irgendeines dieser Bücher hier interessiert hättet, dann wäre die Bücherbar der Ausgabeort, den man hier denn halt findet. Viel Betrieb denn heute für den letzten Tag. In den ersten Tagen war es ja hauptsächlich morgens Schulklassen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen. Und heute ist es ja mehr der Familientag. Und das zeigt sich hier, glaube ich, sehr einfach. Kuba, das Gebäude, wer es denn schon kennt, waren hier viele Kunstausstellungen schon erlebt. Und jetzt, seit ein paar Jahren, ist es der Heimatort der Jugendbuchmesse, die früher immer im Schloss angesiedelt ist. Wir schauen uns hier mal kurz um. Wie gesagt, es finden hier einiges an Workshops statt. Hier Bücher, die sich bewegen, Pop-up-Bücher. Und das ist Fetis. Also viel, viel Action auch heute. Und ich bin mal gespannt, was da nachher noch alles so abgeht. Aber es kommen immer noch sehr viele Menschen hierher. Das macht es schon echt spannend. Übrigens, das Gastland in diesem Jahr ist Tschechien. Hallo. Eine fette Canon-Kamera, okay. Da hat jemand richtig investiert, ne? Gut, dann ist es Handwerkszeug, dann bin ich bei. Sieht gut aus. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin Panasonic-Fan, hätte sie mich vielleicht erschossen. Und jetzt hier lauter nette Menschen, weil die kennen mich noch nicht, dann wäre ich auch noch mit am Anfang. So, und so sind wir denn hier wieder oben. Und wir schauen mal. Und nachher gibt es weitere.